Ciao. Also, machen erst auf Arabisch, inshallah. Dann machen wir das auf Deutsch, damit du auch verstehst, was es bedeutet. Du musst bezeugen, bezeugen kannst du nur, indem du das weißt. Also, ich erkläre dir das auch, was bedeutet, okay? Also, auf Arabisch sagt man, Ashhadu. Ashhadu. El. La ilaha. La ilaha. Genau. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Takbir. Zeuge. Das ist, keinen anbetungswürdigeren Gott gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein letzter Diener und Gesandter ist. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Neue Sache nochmal, Schwester. Erstmal, ich heiße dich willkommen im Islam. Ich möchte wissen, kannst du sagen, hat dich jemand gezwungen, dass du den Islam nimmst oder jemand unter Druck gesetzt, dass du den Islam annimmst? Nein, ich habe eine Cousine, die ist auch in Islam getreten und schon seitdem ich 7 bin. Also hast du das aus freien Entscheidungen gemacht? Ja. Alhamdulillah, jetzt bist du offiziell unsere Schwester. Möge Allah dich festigen. Wir geben inshallah auch jetzt gleich die Bücher für Gebet, wie das funktioniert. Ich denke mal, die Schwester kann dir auch dabei helfen. Ja. Auf jeden Fall, dass ihr da, dass ihr die Schwester bitte nicht vergisst, also nicht so lässt. Du hast Freunde, die Muslime sind. Bitte immer mit dieser Freundin sein. Ja. Alhamdulillah. Jetzt frage ich dich nochmal, wie fühlst du dich genau jetzt? Besser. Das ist das, was ich dir meine. Jetzt hast du die andere. Guck mal, Allah hat was dir. Jetzt.